das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Och Mann. Sieht langsam düster aus für den armen Roy. Tritt ihm weiter kräftig in die Eier. Ja. Oh, ich bin so doof, echt. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Schick mir mal jemanden raus nach River Row wegen der Kohle. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Ja, natürlich. Verdammt. Oh, ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. So. Jo. Ah ja, ich glaube, ich weiß wieder. Hätten sie auch sagen können, dass ich hier parken soll. Wäre vielleicht besser gewesen, ein bisschen deutlicher. Aber gut. So, dann halten noch mal. Na komm. Was verdammt noch mal war das? Nicht was, sondern wer? Das ist der Badass Motherfucker, der hier um die Ecke auf dich wartet. Guten Tag. Sagen, warum geht das nicht mehr? Na komm. Das hörte sich nicht gut an. Nein, das hört sich nie gut an. Das weiß ich. Das wissen wir alle. Nur was du nicht weißt, ist...
Na komm. Was war das denn? Ja, deine Kollegen. Wollen wir dir eine Runde Poker spielen? Du hast hier nicht... Das hörte sich verdächtig an. Er gibt keinen Mucks von sich, oder? So. Du hast genug Schaden angerichtet, um den Boss aus seinem Versteck zu locken. Wenn du bereit bist, ihn auszuschalten, geh zu deiner Kontaktperson und besorge dir mehr Informationen. Wenn du erst mehr Geld verdienen willst, kümmere dich um die verbleibenden Vollstrecker und Sonderziele. Vergiss nicht, dass jeder Vollstrecker, den du am Leben lässt, später an der Seite seines Bosses kämpfen wird. Das weiß ich. Ja, meine Lieben, ich glaube, den hätten wir soweit erledigt. Hier gibt es noch so ein Elektrobauteil, nehme ich natürlich gerne mit. Da drüben ist auch noch eins. Irgendwas ist da oben noch. Keine Ahnung, was es ist. Aber spielt auch keine Rolle. So. Dann sind wir hier soweit. Aber ich habe noch ein paar verbleibende Ziele, ne? So ein paar kleinere. Komme ich hier nach oben? Geht es hier auch raus? Geht es hier nach Laramie? Hier gibt es zumindest eine Leiter. Das ist schon mal gut. Die benutzen wir auch mal. Und dann gucke ich mal, wo ich hier rauskomme. Wo könnte ich hier sein? Ich weiß es nicht. Jetzt. Ja. Kein blassen Schimmer, wo ich bin. Oh Gott. Hilfe. Da hinten ist mein Auto irgendwo. Ja. Okay. Ganz schön verworren. In diesen unterirdischen Gängen da. Ja, Gesundheit. Was denn? Du denn hin? Wie? Musst du arbeiten? Bin spät dran? Wo will ich hin? Das ist für eine Frage. Geh dich einen Scheißdreck an, auch wenn du Polizist bist. So, aber bevor ich mit, wie heißt er hier, bevor ich mit Conny rede, mache ich noch das Ding hier fertig. Nestor.
Ja, was denn? Alles gut? Alles im grünen Bereich hier? Ne? Ja. Kommst du jetzt in die Gänge oder was? Was denn? Ich fahr doch hier schon 30 Meilen. Nicht km/h, sondern Meilen. Hey! So. Surikata Wanne! Wanne, ich grüße dich! Mensch! Kaum gesehen, gleich wiedererkannt. Wie geht's dir, mein Guter? Danke, dass du eingeschaltet hast. Ist unser Lieblingshornist fertig mit seinem Stream für heute? Warte mal. Warte mal mit Rosendahl. Hi. So, das war der erste. Das ist hier privat und so. Zieh Leine. Du kannst dich nicht an mir vorbeischleichen. Kurz davor, na? Er ist hier! Genau hier! Der wird mich hier nicht rauslassen! Das muss ziemlich... Eine Leiche mehr auf seinem Konto. Er bleibt nicht mal genug übrig für eine Beerdigung. Nein. Irgendwo. Der Penner hat mich. Wir sterben wie die Fliegen. Ja. Ihr seid ja auch nichts mehr als Fliegen, ne? Ich sehe das doch. Keine Spur von ihm. Wo ist er hin? Hört auf zu träumen und findet. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Dann regeln wir das doch mal. Dann komm doch mal raus da. Ja. Keine Ahnung, bin auf der Arbeit. S6 lahmlegen zwischen Düsseldorf und Duisburg. Sehr gut. Gratuliere. Muss die Wiege gepackt. Ich Halluzinationen? So leicht gebe ich nicht auf. Was zum Teufel ist los? Wunderbar. Was zum Teufel ist los? Was zum Teufel ist los? Was ist hier nur los? Oh mein Gott,
Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Oh mein Gott. Das ist das Gegenteil von Overacting gewesen. Das war Underacting. So, ein bisschen Knete nehmen wir noch mit. Da sind wir jetzt hier wieder ganz gut dabei. So, 1400 Taler wieder auf der Nadel. Du lebst ja immer noch. Mit meinem Vater habe ich hier immer gesehen, wie die Schiffe ausgelaufen sind. Ja, hat keiner gesehen. Talala, wieder ralala. So, hier oben haben wir noch Biff vertickt Rum und Zigarren. Hat aber seine Zeit hinter Gittern hat ihn weich gemacht. Das kannst du ausnutzen. So, dann machen wir das doch mal. Ja, und ich habe mein Töchterchen heute mal schön zu ihrer Freundin geschickt. Die können Pyjama-Party machen und können da die Mutter der Freundin meiner Tochter nerven. Und Papa hat seine Ruhe und kann hier ganz gemütlich den Streamerino machen und schöne Runde Mafia mit euch zocken. Ach, macht das Spaß. Wow. Ja, du kannst auch nur schief gehen. Hm? Meine Herren, echt. Wenn du es nicht selber machst, ne? Geht alles im Bach runter. Immer das Gleiche. Aber überhaupt, Wanne, wenn du jetzt hier auf der Arbeit bist, dann sollst du bitte schön nochmal dein Zeugs da fertig machen und nicht jetzt hier, ne, den Papa beim Stream zu gucken. Nicht, dass du von deinem Chef einen auf den Deckel kriegst. Das wäre fatal. Einen Karton geben. Kann ich jetzt Darlenes Freundin kennenlernen oder nicht? Ah! Oh. Was zum... Haltet ihn! Du erzählst mir jetzt von Roys Schmuggler-Deals. Der Boss versucht, Medikamente für teures Geld nach Kuba zu schmuggeln. Ich weiß, wo sie verschifft werden. Da können wir den werben wir an. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Ich habe einen Alligator geliebt. Was ist denn hier da? Das war schön. Lass mich nicht so scheiße. Ich kann hier nicht bleiben. Nein, kann keiner. Oh, da sehe ich doch gerade was. Da sehe ich was. Und zwar sehe ich hier hinter diesem Gebäude, hier links um die Ecke und dann noch einmal links um die Ecke, tada, einen weiteren Telekom-Fernmeldekasten. So, und wie sie das gehört, für einen richtigen Techniker der Telekom, mit dem Kuhfuß wird das Ding geöffnet. Tada. So, große Neuigkeiten gibt es hier derzeit nicht, so wie es aussieht. Guck noch mal kurz eben rum. Was haben wir hier? Vitos Bande kriegt in diesem Italiener Laden am Ufer ihre Anweisung. Rede mit Jock Blanchard. Jock fällt es schwer, dir zu vertrauen, aber seine Loyalität in Doc Bayer dagegen überlässt ihm keine Wahl.
So, das sind alles nur diese Elektronikbauteile, diese Sicherung, die helfen mir nicht momentan nicht ganz so viel. Was mir was hilft, vielleicht sind diese Verteilerkästen. Scheiß drauf, ich rufe die Bullen. Lauf weg! Schone mich! Wenn's denn sein muss, bitte schnell! Sie müssen sofort hier runterkommen. Wir haben eine Meldung über einen bewaffneten Schwarm, männlich, in River Row. Schaut doch mal nach. Wenn ihr Bock und Zeit habt. Wenn nicht, macht auch nichts. So, schon bin ich aus dem Verhandlungsgebiet raus. Weil ich wieder nur zum Verteilerkasten habe. So, und zur linken Hand können wir gleich einmal parken. So. Und da ist auch schon unser Kasten. Wunderbar. So, und der Zeiger im Grün. Der Kasten ist auf. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Wir sind alle schon. Da ist ganz viel Geld drin. Habt ihr das richtig? Sehe ich das richtig? Ja. Da ist ganz viel Geld drin. Da möchte ich gerne rankommen. Wie schaffe ich das? Wie komme ich da rein? Hier, wieder auf offener Straße liegt sowas rum. Das ist schon die ganze Woche die gleiche Leier. Hey Boss, gibt's denn heute was für mich? Was? Du hast ja nichts zu suchen. Wehe, die haben heute wieder nichts für mich. So, dann wollen wir mal ein paar Fotos. Hey Mann, das ist doch schon die ganze Woche die gleiche Leier. Die haben heute wieder nichts für mich. Greco. Lässt einen Arbeiter tatsächlich warten. Ich habe schon wieder 1500 Taler in der Tasche, ne? Das ist ja ganz doof. Das ist jetzt sehr, sehr doof. Das gefällt mir gar nicht. Schick mir mal jemanden raus nach River Row wegen der Kohle. Ja. Bin gleich da. Da kommt's ja schon. Pass gut drauf auf. Was wollen wir heute? Ich wäre dann soweit. Hey, wo gibt's Karten? Wo gibt's Karten? Hey, wo gibt's Karten? Wollen wir mal. Ein paar von uns wollen arbeiten. Wehe, die haben heute wieder nichts für mich. Hey, was gibt's denn heute was für mich? Das hört sich nicht gut an. Hey, wo gibt's so, Karten? Dann wollen wir mal. Ein paar von uns wollen. Hey, wo gibt's Karten? Ja, das ist die Frage. Wo gibt's Karten? Das ist eine Frage, die uns alle bewegen, ne? So, dann wollen wir mal. Ein paar von uns wollen arbeiten. Schwanzlutscher Greco. Hey, lässt meine Arbeiter tatsächlich warten. Lifestyle G, vielen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen in der Daddel Family. So, dann wollen wir mal. Ein paar von uns wollen arbeiten. Nun steh da nicht dumm rum! Geht weg!
Das ist nicht so einfach hier gerade. Hey, pass auf! Ja, pass auf. Sucht mich mal. Ich gehe in Deckung. Du hättest nie nach New Bordeaux zurückkommen sollen. Wie Kampf. Kannst du mich sehen? Ich bin versteckt hier. Ich gehe nach. Wieder einer weniger. Hier, hier drüben. Deine Zeit ist um, Wichser! Oh. Hey. Verdammt! Verdammt! Was zum... Schnapp ihn! Wir sind unter Beschuss. Ich gehe in Deckung. Verdammt. Da, da, seht ihn? Ich habe. Ich lade nach! Zu spät, um abzuhauen, Junge! Verschanz mich! Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade! Hier! Wir sterben wie die Fliegen! Na, jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir wieder ein paar Schuss auf uns. Du bist tot und du merkst es nicht. Feige Sau. Hätte schwören können, dass er hier war. Okay.